Angenommene Quest? Der Erfinder darf's behalten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ich bin gerade schon am Überlegen. Ich habe gerade beim Angeln etwas gefunden. Ich wollte aber eigentlich noch ein bisschen weiter angeln, weil ich nämlich den Tipp bekommen hatte, dass ich mir das Rätsel nochmal genau angucken sollte, was ich in der letzten Folge erhalten habe. Und da hieß es ja, um den Schlüssel zu bekommen. Ja, das hat sich dann gerade damit erledigt, glaube ich. Okay, um den Schlüssel zu bekommen, sollte ich wirklich dahin gehen, wo kein Mensch überleben kann. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was das sein könnte. Und dann habe ich hier so ein paar Leute angeln gesehen. Dann habe ich gedacht, naja gut, unter Wasser kann kein Mensch überleben. Angelst du einfach mal. Und ja, offenbar war das jetzt auch perfekt gedacht, beziehungsweise auch ein sehr guter Tipp, mir das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Öffne die Kiste. Moment, jetzt muss ich ja selber erstmal wieder überlegen, wie ich jetzt da hinkomme. Ich glaube, der einfachste Weg wäre, hier wieder reinzugehen. So, die Frage ist dann allerdings, wie kam ich jetzt hier weiter? Moment, das war hier, ne? Genau. So, dann sind wir wieder hier unten. Und da muss ich jetzt erstmal überlegen... Ach so, Moment. Das ist doch totaler Quatsch. Was mache ich denn hier? Wir wollen ja gar nicht nach unten, wir wollen ja nach oben. Die Kiste war doch oben. Und zwar irgendwo hier. Da war die Kiste. So. Lies den Brief. Brief von Mutter. Meine lieben Zeki-Verwandten. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, dass ich dir so schreibe. Aber ich wollte nur sagen, dass ich dich aus der Ferne beobachtet habe. Und stolz auf den Grimalkin bin, der du geworden bist. Lass dich von diesem Chaos mit Z nicht unterkriegen. Ich weiß, dass du dir deine steuerliche Freiheit in kürzester Zeit verdienen wirst. Mutti. Es hat anscheinend alles die Mutter geschrieben, allerdings der Rest ist auf Englisch, den werden wir uns dann nicht durchlesen. Fragt Zeki nach dem Brief. Ach, jetzt haben wir ja keine Karte verfügbar. So, aber er ist gerade bei sich im Büro, beziehungsweise im Laden. Und schauen wir da nochmal ganz schnell nach. Eigentlich müssten wir sowieso mal mit ihm reden. Moment, habe ich mit dir heute schon gesprochen? Okay, anscheinend habe ich heute schon mit dir gesprochen. Dann ist alles gut. So, dich müssen wir jetzt mal eben überfallen, ja? Kurz plaudern, das geht ja schnell. Und dann, warum hast du die Briefe von deiner Mutter versteckt? Psst, sag das nicht so laut. Grimalkinen sollten nicht mehr mit ihren Eltern sprechen, wenn wir einmal entwöhnt sind. Bitte was? Das ist krank. Vielleicht nach deinen kulturellen Maßstäben, aber nicht nach unseren. Die Trennung soll beweisen, dass wir unabhängig sind. Ich hätte die Briefe verbrennen sollen. Genau wie meine Mutter gesagt hat. Aber, keine Ahnung, sie hatten mich daran erinnert, dass sie stolz auf mich war. Das gefiel mir. Vielleicht bin ich schwach. Ich weiß es nicht. Hier, etwas Schweigegeld für dich. 500 Gold? Denn wenn sich das rumspricht, schadet das meinen Ruf auf der Straße. See you around. Ja, das war dann schnell, kurz und bündig. Eine schnelle Quest für zwischendurch. So, die Frage ist, geben Sie den Stiefel seinen Besitzer zurück? Wir haben jetzt eben auch noch einen Stiefel geangelt. Mit dem habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. A boot you fished out, ist klar. Tja. Wem... Ach, ich dachte, da hinten kommt jetzt so ein Viech runter. Wem könnte der wohl gehören? Ich, Moment. Sie steht da öfter mal rum oder der Ashura steht da öfter rum? Die Frage ist,
Wer von denen könnte es eventuell sein? Warum ist der Bürgermeister eigentlich um 10:30 am Mittag noch am Schlafen? Hallo? So geht das aber nicht hier. So, mal gucken, ob sie irgendwas darüber weiß. Anscheinend nicht. Okay. Ist natürlich jetzt die Frage, der Erfinder darf es behalten. Ja, wobei sie ist doch... Ach so, nein, das könnte... Ich frage trotzdem bei ihm nochmal kurz nach, weil er ja auch öfter hier angeln geht. Mit er möchte halt nur ein bisschen plaudern. Dann würde ich sagen, dann gehen wir hier zu der, Dings, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und gucken mal, was sie dazu zu sagen hat. Übrigens, hier habe ich gesehen, können wir wieder Blaubeeren platzieren. Dummerweise habe ich jetzt nur die von der Quest dabei und keine neuen. Beziehungsweise keine ohne Sterne. Gina, genau. Okay, mit ihr kann ich nicht sprechen. Kann ich... Moment, kann ich ihr denn was geben? Auch nicht. Doch. Leuchtpilz. Ach so. Ja, nee, das ist ja nur, wenn ich frage. Ja. Aber der Erfinder darf es behalten. Hallo, Human. Eigentlich streng genommen müsste ich ja jetzt bei jedem hier vorbeilaufen. Und mit dem sprechen. Also er ist klar. Bei ihm haben wir ja noch die neue Quest. Die Frage ist... Repair Station. Das sieht jetzt ja irgendwie komisch aus. Das war doch sonst nicht so im Gesicht drin. Die Frage ist, wem könnte das jetzt gehören? Das ist eine gute Frage. Da aber der Bürgermeister jetzt wach ist und ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig die Antwort darauf weiß, würde ich sagen, machen wir erstmal die Quest mit dem Bürgermeister und dann schaue ich mal, ob ich danach noch irgendetwas hinkriege. Also sprich, ob ich noch irgendetwas herausfinden kann. Das wird mich ja jetzt schon mal interessieren. So. Der ist bei sich im Büro, so wie es aussieht. Oder? Doch, ich finde, das sieht so aus, als ob er bei sich im Büro ist. Ja, meine ich doch. Candy. Ach, bin ich froh, dich zu sehen. Etwas wirklich Schreckliches ist geschehen und ich brauche dringend deine Hilfe. Meine Schwester hat beschlossen, die Steuern für die Dayas zu erhöhen. Und ich soll sie vor die Tür setzen, falls sie nicht zahlen. Das ist furchtbar. Und das Schlimmste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich soll die Nachricht persönlich übermitteln. Ist das denn zu glauben? Ich habe mich gefragt, ob du mir den klitzekleinen Gefallen tun und Delilah erklären könntest, in welcher Lage ich stecke. Ich glaube nicht, dass mein Herz die Enttäuschung in ihr Gesicht ertragen könnte, wenn ich ihr sage, dass sie das Land verliert, das ihre Familie seit Generationen bewirtschaftet. Ich habe diesen Stiefel geangelt. Ach du meine Güte, täuschen mich meine Augen oder ist das mein kostbarer Gründerstiefel? Und ich dachte schon, er wäre für immer verschwunden. Du sagst, du hast ihn aus dem Wasser geangelt? Wie um alles in der Welt ist er dort gelandet. Das, er wollte wahrscheinlich baden gehen, genau. Das versuche ich herauszufinden. Ja, das ist wirklich eine ziemlich merkwürdige Situation. Das letzte Mal, als ich diesen Stiefel gesehen habe, habe ich ihn in meinen eigenen Händen getragen. Das war kurz nachdem Cheyenne ihn mir gegeben hatte. Offenbar ist es ein echter Glücksbringer und ein bisschen mehr Glück kann ich immer gebrauchen. Wo war ich gleich? Ach ja, ich habe mit meinem Glücksstiefel einen Abendspaziergang durchs Dorf gemacht. Und ich habe in einer Straße hinter dem Gasthaus eine Pause gemacht.
Als ich da den Stiefel mit meinen Ärmeln polierte, hörte ich, wie Auni und Hassian Karten spielten und vernahm vertraute Stimmen und Gelächter aus dem Gebäude. Was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich muss kurz eingenickt sein. Was passierte dann? Dann bin ich durch das vertraute Geräusch von Ashes Absätzen auf dem Bürgersteig aufgewacht. Klick, klack, klick, klack. Sie stolzierte direkt auf mich zu. Ich lief so erschrocken davon, dass ich hinfiel und einen Abhang am Fluss hinunterrollte. Irgendwie habe ich es geschafft zu entkommen, bevor sie mich sehen konnte. Aber in dem Chaos habe ich meinen kostbaren Stiefel verloren. Oh, Kenli, wie konntest du nur so unvorsichtig sein? Vielleicht hat Esche recht. Vielleicht bin ich ein Tölpel und ein Pechvogel noch dazu. Heieieiei, nein, bist du nicht. Doch bin ich. Nur ein tölpelhafter, törichter Narr würde so tölpelhaft törichte Entscheidungen treffen. Einatmen, ausatmen. Du schaffst das, Kenli. Das Wichtigste ist, dass mein geliebter Stiefel wohlbehalten gefunden wurde und das Rätsel seines Verschwindens gelöst wurde. Das habe ich alles dir zu verdanken, Gameplayerin. Oh, wie kann ich mich nur bei dir revanchieren? Ich berechne da eine Such- und Rettungsgebühr. Ja, das wäre toll. Aber na gut, wir sind ja sowas wie Freunde, ne? Ist nicht nötig. Ich bestehe darauf. Vielleicht kann das hier meinen Dank ausdrücken. 500 Gold. Ja, dafür hole ich gerne nochmal ein paar Stiefel aus dem See raus. Aus dem Fluss oder wie auch immer. Mein Glücksstiefel, ich habe dich so sehr vermisst. Dich werde ich nie wieder aus den Augen lassen. Gut, das ist jetzt nur das übrige Geplapperer. So. Ja, cool. Dann haben wir die Quest auch schon wieder abgeschlossen. Das ist doch mal so richtig cool. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen was nehmen. Ach, ich habe doch Bären dabei gehabt. Oh, das Problem ist nur, welche Bären nimmt der? Oh, Esche, mit dir haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. So, dann haben wir das auch schon mal wieder erledigt für heute. Okay. Ich würde fast sagen, weil ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin und dieses Spiel ja gerne mal was macht, was ich nicht möchte, würde ich mal sagen, dass wir am besten erstmal die Beeren und, ja gut, die Blume brauche ich ja eigentlich nicht, die Beeren vorsichtshalber mal weglegen in die Kiste. Achso, in die Kiste kann ich das gar nicht legen. Obwohl, naja, gut, wenn ich was anderes rausnehme, dann kann ich auch die Beeren da reinlegen. Weil ich weiß nicht, der fragt mich vermutlich nicht, welche Beeren ich nehmen will. Ich bin mir da aber nicht sicher. Und ich will jetzt nicht die Beeren ja auch noch verplempern, nur wegen der einen Quest da. Ist hier gerade jemand rumgelaufen? Das sah so seltsam aus, ich weiß auch nicht. Okay, wir brauchen 9 Plätze. Dann würde ich sagen, wir nehmen irgendwas mit 10 raus. Da haben wir auch nochmal die normalen Beeren drin. Leute, ja gut, das Unkraut. Ich nehme mal die Dorngänseblümchen, aber ich muss sie noch... Wo hat der die denn jetzt hingetan? Hä? Hat er da reingetan? Ist der dumm? Ich lege die hier oben hin. Und der tut die, keine Ahnung, wohin. So, dann schmeißen wir das mal da rein. Und gehen mal wieder zurück. Und buggen erstmal im Spiel. Okay, wir dürfen uns dann doch noch bewegen. Ja, man weiß halt nie, wenn sie da so steht, wie so ein Marterpfahl, ne? So stocksteif, die Arme zur Seite und das Bild darf nicht bewegt werden. Ist immer so eine Sache. Ich habe immer ein bisschen Panik, dass dann tatsächlich irgendwas komplett eingefroren ist. Was aber in dem Fall zum Glück nicht der Fall gewesen ist. So. Okay, dann mache ich mich jetzt nochmal auf. Achso, mit ihm haben wir auch noch nicht gesprochen, ne? Well, look who made it. Oder doch? Nee, mit dir haben wir schon gesprochen. Okay. Ja, mit dir haben wir schon. Ich war ja schon auf der
auf der Farm hinten und ich habe dann nur vorsichtshalber mal nebenbei was, also hier eine Aufnahme laufen lassen, weil man weiß ja nie. Mittlerweile ist es so, gut, mit Screenshots kann man es auch ganz gut erklären, aber mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass, wie jetzt zum Beispiel, nebenbei was gefunden wird und man sich dann gar nicht mehr daran erinnert, wo man das gefunden hat, falls man dann später irgendwo weiter aufnimmt oder so. Deswegen nehme ich schon automatisch nebenbei auf und wenn da nichts dabei rumgekommen ist, dann lösche ich die Aufnahme halt wieder. So. Blaubeere platzieren. Ja, ja, der hat mich nämlich nicht gefragt. Er hat mich nicht gefragt. Er hat einfach die Blaubeere platziert. Und genau das wollte ich nicht. Ja, heute passiert da wahrscheinlich eh nichts. Also müssten wir da dann mal wirklich gucken beim nächsten Mal. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Oh, Delilah. Ach ja, klar. Ach, mein Gott. Habe ich total vergessen. Ich muss ja jetzt das noch weiterführen hier. Oh. Aber die ist gar nicht hier, oder? Ja, toll. Wo sind die jetzt schon wieder? Utari, zu dir müsste ich eigentlich auch. Aber Delilah bereitet mir gerade Kopfschmerzen, weil ich die so gar nicht finde. Ich laufe jetzt mal eben Utari entgegen. Beziehungsweise hinterher. Ich laufe mir schon die ganze Zeit hinterher, aber er will mich ja nicht. Ja, aber warum Delilah jetzt nicht hier ist, verstehe ich nicht. Ist doch, glaube ich, noch nie auf dem anderen gewesen, oder? Das verwirrt mich jetzt ein klein wenig. So oder so. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen werden, Hodari zu erreichen. Weil den muss ich natürlich immer wieder drauf ansprechen. Beziehungsweise immer wieder ansprechen. Ich muss den ja auf nichts I don't have time for this. Spezielles ansprechen, das würde ich sagen. Back to my so, nicht business. Weglaufen, Hodari. Die stehen jetzt nur gerade so schön hier. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja. Ich habe aber leider keine Zeit. Es tut mir leid. Hodari, wag es nicht abzuhauen. Ich meine, der Abstand verringert sich, aber wag es nicht abzuhauen. Wo ist er denn? Da hinten. Ich habe dich gesehen, Hodari. Du kannst mir nicht entkommen. Bleib stehen. Ich werde es noch schaffen, mit dir zusammenzukommen. So. Das haben wir schon mal. Sehr schön. Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie und irgendwo hier die Dings finden. Moment, das sieht mal so aus. Ach ja, die ist ja da. Die verkauft da doch, glaube ich, auch oder so, ne? Also beim Zeki. Ja, klar. Dann laufen wir da nochmal ganz schnell hin. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir ihr diese schlechte Nachricht irgendwie überbringen können, sodass wir ihr noch helfen können. Sonst sieht es nämlich übel aus. Life's not worth living without those you love. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh. Wie? Candy und die Herzogin wollen die Steuern auf mein Grundstück erhöhen? Das können die doch nicht machen. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Das ist gar nicht nötig, Schätzchen. Wenn ich sage, dass sie das nicht machen können, dann meine ich, dass sie nicht dazu in der Lage sind. Warum? Weil mein Großvater und ihr Großvater einen Vertrag unterschrieben haben, der es verbietet. Auf der Urkunde steht eindeutig, dass der Steuerbetrag auf Dauer fix ist. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, heißt das für immer. Du kannst gleich wieder zu Candy zurückgehen und ihm sagen, dass er und seine Schwester mit ihrer Steuererhöhung machen können. Okay. Ich muss hier mal eben schlechte Neuigkeiten. Hier, so. Muss ich mal eben ranmachen. Wahrscheinlich hört das jetzt auf, aber falls da doch noch mehr ist. Der ist in seinem Büro. Wieso habe ich das jetzt markiert? Naja, egal. Falls da doch noch mehr kommen sollte, dann sehe ich das wenigstens immer schön direkt. So, Kenley. Du kannst es dir entnehmen, du weißt schon.
Delilah meinte, dass ihre Besitzurkunde eine Steuererhöhung verbiete. Ich erinnere mich daran, dass einige Verträge, die mein Großvater, der Erzherzog Kendall Bahari, unterzeichnete, diese Klausel beinhalteten. Ich muss erst überprüfen, ob sie auch in der Besitzurkunde des Daya-Hofs steht, bevor ich fortfahren kann. Ein so altes Dokument wird sicherlich irgendwo im Archiv aufbewahrt. Wenn mein Sehvermögen und mein Organisationstalent nicht so schwach ausgeprägt werden, würde ich sofort danach suchen. Ich fürchte, ich werde die Besitzurkunde auch nicht finden können, bevor meine Schwester ihre Söldner schickt, um die Dayas vor die Tür zu setzen. Vielleicht könntest du den Schlüssel nehmen und das Archiv für mich durchsuchen. Es befindet sich im ersten Stock des Rathauses. Alrighty. Klar. Back to reading this month's habe ich den Schlüssel schon? Ich glaube ja, ne? Im ersten Stock war ich gerade. Ich denke mal, dass er aber meint... Candys Archiv. Genau, dass er nämlich das Erdgeschoss meint. Was ist denn hier noch alles? Kinleys Tagebuch. Oha. Esche sagte, dass sie dachte, mein Schnurrbart würde heute dünner werden. Der Rest dieser Seite ist zu verschmiert, um ihn zu lesen. Nächster Eintrag. Als ich heute meine Kugelpoden eintopfen wollte, hatte ein Schapar den gesamten Kräutergarten umgegraben und war mit dem Grundstück geflüchtet. Mit dem Grundstück? Ich war zu abgelenkt davon, wie süß es war, um damit aufzuhören. Und jetzt müssen wir heute Abend ungewürzt zu Abend essen. Vielleicht gehe ich stattdessen noch einmal ins Gasthaus. Dieser entzückende kleine Schlingel war heute Morgen wieder da. Ich denke, es muss irgendwo in der Nähe ein Nest gebaut haben. Vielleicht kann ich mich mit ihm anfreunden. Seit der Flucht von Winkelkins Rutherford, den zweiten, habe ich es vermisst, ihre entzückenden kleinen Gesichter auf dem Anwesen zu haben. Nächster Eintrag. Seit der liebe Tau den Garten umgegraben hat, habe ich meinen neuen Chapar-Freund nicht mehr gesehen. Oh, liebstes Tagebuch, glaubst du, dass es Prinzessin Clara gut geht? Und nachdem ich sie gerade dazu gebracht hatte, aus meiner Hand zu essen. Ja, der Arme. So, Besitzurkunde. Mehr können wir hier nicht lesen, so wie es aussieht. Hätte ja sein können, dass die auch noch irgendwie, ne? Ein Buch haben, womit man kochen kann oder so, aber anscheinend nicht. Das Bild sieht cool aus. Ich wollte gerade sagen, ist der jetzt weggelaufen, aber der ist ja immer noch hier oben. I've always got time for a friend. Hast du schon eine Besitzurkunde für den Hof der Familie Dyer gefunden? Sie müsste irgendwo im Archiv des Rathauses sein. Oh. Bitte beeil dich, ich werde in der Zwischenzeit nach den Söldnern meiner Schwester Ausschau halten. Ich habe die Besitzurkunde für den Hof der Familie Dyer gefunden. Dem Drachen sei Dank. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Das sollte meine Schwester davon abhalten, die Steuern der Dyers zu erhöhen und sie vor der Zwangsräumung zu bewahren. Wenn du Delilah siehst, richte ihr bitte meine Entschuldigung aus. Ich würde es ja selbst tun, aber ich glaube nicht, dass ich ihr nach all dem hier gegenübertreten könnte. Ja, aber das heißt, dass das abgeschlossen ist, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Schlechte Neuigkeiten abgeschlossen. Genau, da muss ich ihr auch nicht mal Bescheid geben oder irgendwelchen Söldnern hinterherlaufen oder sonst was. Das ist gut. Hier ist noch ein Buch. Jonglieren mit Eier. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Wenn nicht, dürft ihr das gerne nochmal durchlesen. Aber ich meine, das hätte ich tatsächlich schon mal gelesen. Ich gucke hier auch nochmal kurz nach. Ich hier noch was anderes habe, was ich noch lesen kann, aber... Nö. Sieht nicht danach aus. Ja gut, dann würde ich sagen, damit die Folge auch nicht zu lange wird, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und ich versuche dann noch an die letzte Sternchen-Blaubeere zu kommen, damit wir Delilah endlich helfen können. Und ja, ich denke mal, da das nur abgeben ist, werde ich dann noch warten müssen, bis wir dann noch eine Quest bekommen, damit ich das Ganze hochladen kann. Aber immerhin hatten wir jetzt schon wieder zwei neue Folgen. Und ja, wie immer kann ich nur sagen, ich weiß leider nicht, wie lange es dauern wird, bis ich endlich soweit bin, das nächste Mal wieder was hochzuladen bzw. aufzunehmen, weil die Quests doch sehr müde daherkommen.
Aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, weil wie gesagt, morgen ist das große Update von Palia am 21. November. Und dann gibt es wohl neue Quests, so wie ich gelesen habe. Und ich hoffe, dass ich die dann auch spätestens den Mittwoch aufnehmen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.